Du bist wohl satt? Der Herr, was gibt's da so zu gucken? Was ist denn da so lustig? Was grinsen Sie denn da? Was ist das für eine Hand eigentlich? Die Sicherheitstasche. Sie haben da eine Hand an Ihrem Arm, der Herr. Ja? Ich, die Macht. Schau dir die Macht an. Yes. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Es ist jetzt genau 12 Uhr. Man hört vielleicht noch die Glocken im Hintergrund schlagen. Wir stehen hier beim Haus zur Gans. Nicht das Haus des Geldes, aber das Haus zur Gans. Das seht ihr hier oben. Da ist so ein Wappen dran. Das ist das Haus zur Gans. Das ist die Arena. Wir haben schon mal hier einen Raid gemacht. Da war Crypto Mewtwo das erste Mal in den Crypto Raids. Wir haben einen vor Ort gemacht. Da waren wir aber hier in der Mitte. Da stand hier noch so ein bunter Trabant, den fand ich richtig genial. Den habe ich abgefilmt, habe ich gesagt, die Arena ist zwar hier, aber wir haben hier drüben das gemacht. Jetzt ist da irgendwie nichts mehr übrig, denn den Trabant haben die weggeräumt. Der steht jetzt mitten in der Stadt irgendwo bei so einer Schule und hier ist jetzt nur noch Baustelle. Dann ist mir aufgefallen, ich habe extra, als ich Gera war, mir so einen grünen Schlüsselanhänger hier dran mit einem gelben Pikachu. Als ich aus Gera zurückkam, war der weg. Jetzt hat mir Marie einen von sich gegeben. Da ist hier so ein rosanes Band dran und auch ein Pikachu, aber in so einem Teufels- oder Ninja-Kostüm. Das war das erste Mal, wo ich sagen muss, Marie, alles richtig gemacht, denn der ist mir jetzt viel wert. Den habe ich hier dran und das sieht auf jeden Fall auch chillig aus mit diesen zwei Bändern da dran. Wie lange der jetzt hält, weiß ich nicht. Im Endeffekt ist der nächste Woche eh schon wieder weg. So. Ansonsten wollen wir heute Kaburiki Community Raid machen. Kaburiki ist neu in den Raids. 10 Uhr kamen die Eier. Ab 11 Uhr konnte man raiden. Jetzt ist es gerade 12. Ich hoffe, die müssen nicht hier ran, um da hinten eine Schutt reinzuladen. Denn ich stehe jetzt direkt hier vor diesem vor dem Auto, was hier am Rand steht. Aber ist egal, das kann der ja sagen. Da kann ich ja weg. Ich möchte jetzt nämlich kurz meinen Raid machen und muss dazu ein paar Leute einladen. In 2 Minuten geht das Ding auf. Wir müssen euch noch die Konda zeigen. Wir haben heute auch Pikachu. Oh, dieses Professoren-Pikachu abgeholt. Wir haben hier diese neue Ultra-Bestie abgeholt, aber das zeige ich euch gleich. So, ihr seht, ist alles wieder ein bisschen hektisch, bisschen stressig. Eigentlich wollte ich mit Pupsi und Jonas zusammen los. Jetzt ging es doch nicht, weil Marie kommt gleich. Ich habe gesagt, ich mache das schnell alleine. Jetzt will sie auch noch auf ein Päckchen warten. Hat sich heute gezogen. Wenn einer kurz nach 11 da gewesen wäre, hätte das besser gepasst. Ich habe, wie gesagt, hier mein Venikro abgeholt. Video gab's kurz nach 10. Ich habe hier meinen Pikachu abgeholt. Video dazu gab es kurz nach 10. Könnt ihr alles nachlesen. Dann möchte ich ganz kurz in den Community-Tab und euch zeigen, ich habe wieder die Konda-Liste gepostet. So, hier sind verschiedene Tabs. Da steht Community, da ist Tabu Kogo oder wie er bei uns heißt, Kaburiki. Den fand ich cool, weil es Elektro ist, aber ansonsten brauche ich den jetzt gerade nicht auf dem Habanero-Account. Gibt es natürlich auch als Shiny. 18, 10 und 22, 63 sind die 100er Werte. Das Ding ist Fee Elektro. Ihr nehmt am besten also Boden oder Gift. Muss ich mal gucken, was ich habe. Knackrack-Armee müsste da regeln. Dann gehen wir hier wieder zurück. Gehen mal kurz in die Telegram-Raid-Gruppe. Denn da habe ich ja mein Raid gepostet. Ganz hier unten. Mache ich immer hier in der Raid-Gruppe, Telegram, Link in der Beschreibung, Haus zur Gans mit Koordinaten, mit Trainercode, da könnt ihr euch adden, anstellen. Und jetzt sehe ich, nach Matze Nottland hat sich noch Babo hier angemeldet. Den muss ich mir noch aufschreiben. Ich speichere mir die nämlich immer alle hier so rein. So, jetzt mache ich noch Komma und gebe noch Bab ein, dann habe ich Babo hier auch dabei. Jetzt ist der Raid auch aufgegangen, ganz frisch. Ich gehe jetzt drauf. Wir gehen rein, wir laden ein, wir sind mit 2 Mann vor Ort, also alleine. Wir sind alleine vor Ort mit 2 Mann, das reicht schon. Ihr habt im Hintergrund jetzt die Baustelle und die Baggerarbeiten und was da halt alles so passiert. Henry, Niki, X-Eim und Fire, Trainer Sir Abs, muss ich jetzt gleich in der 2. Runde einladen. Hier gehe ich jetzt auch mit dem Samyang Bulldog Account ran und ich habe heute schon einen Raid gemacht, einen Quabbel-Raid. Ich habe trotzdem noch einen freien Pass. Nicht von gestern, sondern weil die neue Season begonnen hat. Und in dieser Season, 3 Monate lang,
wird es so sein, dass ihr 2 freie Pässe pro Tag bekommt. Das ist wichtig. Wer dieses Video nicht sieht, der weiß das nicht. Außer ihr guckt die ganzen anderen YouTuber, die Pokémon-Videos machen, die das hoffentlich auch gesagt haben. Also in jeder Season gibt es ja eigentlich einen Bonus. Sowas wie ein zusätzlicher Spezialtausch, dass man statt einen eben 2 machen kann pro Tag. Oder dass es halt jeden Tag eine Brutmaschine gibt. Aber das haben sie mittlerweile hinter Tickets und so versteckt. Diese Season ist es wieder, dass ihr 2 freie Pässe pro Tag kriegt. Ich würde also immer jeden Tag einen in die Gruppe posten. Ich muss morgen zum Beispiel Krypto Raikou machen. Ich muss noch Mega Gewaltro einmachen. Aber ich würde den zweiten Pass immer nutzen, für mich persönlich ganz kleine Raids zu machen, heimlich, still und leise, um diese Trainermedaille da zu pushen, wo man diese verschiedenen Raids macht. So, hier drücke ich auch mal bereit. Was habe ich jetzt hier? Stalobor, Knackrack, Knackrack, Rihonyo, Knackrack und Knackrack. Wenn ich hier reingehe und gebe Add Erdkräfte ein, müsste es mir alle Knackrack anzeigen, hier in Krypto die Erdkräfte beherrschen. Beziehungsweise nehmen wir das auch noch dazu, weil das hat eine mega Entwicklung. Dann habe ich jetzt einfach stylisch Knackrack-Armee. Reicht mir. Knackrack ist mein Bodenangreifer, den ich mir rangezüchtet habe. IV sind auch völlig egal mittlerweile. Ich habe dann ein paar Kryptos genommen, die sind ja eh besser. Schlechtes Krypto ist besser als 100%iges. Also habe ich geguckt bei dem Event letztens, konnte man entwickeln. Dann hat man Erdkräfte wiederbekommen. Ich habe jetzt 5 Krypto-Knackrack mit Erdkräfte und ein Glücks-Knackrack mit Erdkräfte, was eben dann die Mega-Entwicklung auch beherrscht. Das ist meine Bodenarmee. Ein anderes Boden-Pokémon brauche ich nicht mehr. Das Stalobor könnte ich eigentlich auch verschicken, aber das ist, glaube ich, auch gemaxt auf 50. Und ein Krypto, das habe ich aber gemacht, bevor ich meine Knackrack-Armee hatte. Mit der Knackrack-Armee brauche ich jetzt eigentlich auch keinen Stalobor mehr. Ich möchte so wenig Pokémon wie möglich haben. Ich möchte halt, ja, für Drache habe ich ja schon geguckt, entweder Dragoran oder Brudalanda. Brudalanda ist angeblich besser. Brudalanda braucht aber halt wieder Siederattacke, da musst du wieder aufpassen. Hat auch noch eine Mega-Entwicklung. 5 Krypto-Brudalanda und ein Brudalanda, was die Mega-Entwicklung hat, dann hast du dasselbe wie bei Knackrack so in der Armee drin. Also versteht ihr, möglichst wenig Pokémon auf dem Account, aber irgendwie coole Pokémon und Pokémon, die nützlich sind. Wir haben jetzt hier 2206, 2214. Der kleine Account, der größer ist, hat wieder mal mehr WP. Wir versuchen das jetzt hier fix einzutüten. Der Kreis ist noch so groß, das wäre bei anderen großartig. Bei ihm ist es schon einfach fabelhaft. Ich würde den Kreis jetzt auch nicht mehr verstellen. Wir warten jetzt einfach, bis er angreift, so wie jetzt. Und schmeißen dann den Ball drauf. Der Kreis braucht sich, darf sich nicht mehr verstellen. Wir curven einfach immer drauf, sobald er angreift. Er greift wieder an. Er ist zwar gerade rechts an der Seite, aber da der Kreis so groß ist, traue ich mich sogar, den nach rechts zu curven. Und habe trotzdem einfach fabelhaft getroffen. Jetzt ist er wieder in der Mitte. Das passt. Wir warten wieder auf den Angriff. Er greift an. Wir curven, wir lassen los. Einfach fabelhaft. Perfekt. So muss das aussehen. Bis er dann irgendwann drin ist. Critical Catch. Gut, jetzt ist er sowieso drin. Jetzt können wir den noch kurz bewerten. Das ist Pokédex-Eintrag. Für das Thumbnail muss man immer dumm gucken. Das heißt, ab jetzt bräuchte ich keine Kaburiki-Raids mehr machen, denn meine Elektro-Armee soll eigentlich Krypto-Ele-Voltec werden. Ich habe aber bisher kein einziges. Das dauert also noch, da was zu zaubern. So, wie sieht's bei euch aus? Oh, jetzt bin ich Glücksfreund mit mir selber geworden. Da kann ich mir von meinem anderen Mann ein schönes, fettes Teil rüber tauschen. Kryptos kannst du ja nicht tauschen, musst du wieder Legendäre tauschen oder so. Und ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das noch. Fürs Video, wenn ich gucke mir mal in Ruhe gerade durch, was es gibt, dann nehme ich das vielleicht noch auf, gehe aber schon mal nach Hause, weil es da ruhiger ist. Habt ihr schon Shiny Kaburiki? Habt ihr ein 100er Kaburiki? Ist ja jetzt auch schon mehrmals da gewesen. Ich hatte damals keins bekommen, ich hatte nur Shinies und Glücksshinies, 100er nicht und 100er werde ich jetzt auch nicht jagen, denn das ist der Free-to-Play-Account. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Oder bis gleich. So, zu Hause angekommen. Ich habe jetzt kurz mal durchgeguckt, was wäre denn gängig. Ich will ja keine Legendären sammeln, normalerweise. Aber Groudon, Kyogre, Rayquaza haben ja sowas wie eine Mega-Entwicklung. Und Produkt Groudon und Kyogre kommen jetzt wieder zurück in die Raids, kriegen den Raid-Day.
Habe ich aber schon was. Habe ich auch schon auf Level 40. Was ich noch nicht so gut habe, weil ich es nicht im Glückstausch gemacht habe, ist Rayquaza. Deswegen gucke ich jetzt mal, ob ich mir hier ein Rayquaza rübertauschen kann. Ich nehme dieses Quabbel, was ich heute geradet habe, tausche das gegen Quabbel gegen Rayquaza. Rayquaza ist mit 3800 auf Level 40 schon gepusht. Hat vom Samyang-Account auch Zenitstürmer bekommen. Die Attacke, die es braucht, um dann die Mega-Entwicklung durchzuführen. Und es ist jetzt bei 3779. Das heißt, es ist auf jeden Fall schlechter geworden. Das war vorher ein 93er. Und jetzt haben wir 15, 12, 12. Die 12-12 ist sowieso das Mindeste, was man haben kann. 12-12-12 wäre das Geringste. Wenigstens hat er 15 Angriff. Das heißt, mit dem bin ich eigentlich sogar schon zufrieden. Jetzt hat er Zenitstürmer. Jetzt bräuchte er nur noch 400 Mega-Energie, damit man den irgendwann mal zu einem Mega-Rayquaza machen kann. Auf dem Habanero-Account. Das war's von meiner Seite aus. Beziehungsweise Quabbel hat 12-14-14, aber das kann weg, das braucht kein Mensch. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.